Heute moderierst du an, oder? Soll ich dann moderieren? Ja, Ich kann bitte. das nicht. Ja, doch, ein bisschen. Du hast so eine beruhigende Stimme. Jetzt kommt's, Kai Pflaume. Hallo? Oh, ja, guten Tag. Hallöchen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Railroader. Heute gemeinsam mit dem Schützen. Hallo. Und mit mir, dem Bären. Der heutige Plan: Wir werden die Brücke nach, ich weiß gar nicht, was dahinter kommt. Ich auch Die Ela nicht. Track Bridge. Die Ela Track and Bridge. Repair Ela Track and Bridge. Das werden wir heute fertig machen. Großartig. Und dann können wir nach Gough Island fahren. Gough Island. Oder sogar Ah, bis Brison, stimmt. ne? Ich glaube, sogar bis Brison können wir Könnte fahren. sein, Brison. Ja, Brison. Brison. Nennen wir es Brison. Ich finde das gut. Brison, der Ja, Brison. Brison. Hallöchen Bärchen und Hallöchen Zarisan. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. So. Dodger hat mir gestern nebenbei Lone Ranger reingezogen. Hervorragend. Wo ich auf Pine Valley eine Goldmine gebaut und angeschlossen habe. Ein sehr guter Film. Kann ich Wow, also nur empfehlen. Sarisani. Kann ich nur empfehlen. Und ich hoffe, ihr könnt mich auch gut hören. Ich mein Mikrofon ist das gleiche, aber ich darf verkünden, ich habe ein neues Headset. Ich habe es geschafft. Endlich ist es da. Nachdem meine Frau sich jetzt mit Tava angefreundet hat, war es das dann auch mit dem ihren. Sound Der seems like Sarisani. good. Die Zukunft. Immerhin Gameplay kann er anmoderieren, lernt er auch noch. War das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es Ey, nicht. ich glaube, wir müssten schlafen, ne? Wo wir Ja, gerade hier genau, sind. wir sind hier letztes Mal verblieben. Wollen wir Interchange Ready auf zum 9 Uhr Schlafen? stellen? Ich find 9 Uhr viel schöner wie 8 oder 9 Uhr ist 7. ein guter Oder dann sind Zeitpunkt. wir auch ausgeschlafen. Ja. So, wir beginnen den Stream mit Schlafen. Genau. Klingt doch fair. Oh, oioioioioio. Boah, East Interchange. Alter, hier ist Boah. Zeug. Hä? Hier sind leere Wagen? Was ist das Ja, das denn? ist für die Storme. Ela Bridge Side. Tatsächlich, die sind leer. Ela Bridge Die Side. haben uns verarscht. Aber Sawmill, da Sawmill, steht Sawmill. 50 Tonnen Thais ist da drauf. Ach so, ja. Die Die sehen aber leer aus. zeigen sie ja nicht Okay. an. Die Henderson sind auch wieder für Winter House Storme. Track, Winter Sawmill. Sawmill, Sawmill, Sawmill. Alter Schwede, da hast du aber ganz schön zu tun heute. Sawmill ist dein Ja, Ding. okay, ich mache Sawmill und Oh, bediene Whittier. Whole Field Heating Oil ist auch was. Könnte ich theoretisch nochmal mitnehmen, ne? Whittier House Track. Whittier Sawmill. Die vordersten beiden gehören auch mir. Deswegen. Ah, Müssen wir ne, Moment, gleich mal ein ich muss bisschen ja die Ela rumkurven. Bridge muss ich mitnehmen. Oh, Ja, ho, genau. ho, ho. Ja, ich habe da noch eine schöne Idee. Wie war das jetzt mit Personenzüge aufstocken? Sollen wir oder lassen wir das erstmal? Ich erinnere mich Wie nicht viel mehr. Kohle haben wir? Wir haben Ja. 11.000. Ja, komm, wir Was? kaufen was. Wir kaufen was. Welchen wollten Alter. wir nochmal? Wollten wir den Palace? Ich glaube, wir hatten Mansion? gesagt, genau, wir nehmen mal den mit 85. Ne, Moment, den Steel Light. Ah, Steel Light, okay. Ich Ist hoffe, dass gekauft. der. Oh, okay, das ging jetzt schnell. Ich hoffe jetzt, dass der auch schick aussieht, weil wenn das jetzt so ein Heslon ist. Oh, der ist du hin das gleich? Ja, geht. Also man erkennt Geht. einen Unterschied zu den anderen, aber. Ja, Ja, das ist kann man, halt glaube ich, hinten lassen. vorne nicht offen. Genau. Ich glaube Bisschen aber, das können wir so geschlossen. lassen, oder? Den packen wir uns in die Mitte, dann sieht das fast noch schick aus. Ja, ich glaube auch. Machen wir das so. So, dann das Öl. Das übernimmst. Ne, könnte ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Das ist Heating eigentlich Oil. vorwärts reindrücken, meine ich. Aber Genau, das bei ist vorwärts Witter. rein bei Whittier. Oder machst du das auch? Ich muss jetzt zur Brücke. Also ich kann Whittier kann ich bedienen, das ist kein Problem. Also nimmst du das Dann Öl mache ich auch die mit. Sawmill, dann mache ich die Sawmill und Whittier den House Track. Was ist denn mit dem, was da ist? Und Öl. Genau, gut, dass Nudel uns daran erinnert. Hier. Übrigens, es ist Muttertag, ne?
Also alles Stimmt, Gute an alle Mütter. Und ich hoffe, ihr habt auch an eure Mütter gedacht. Das ist nämlich wichtig. Mütter sind wichtig. Diese hier sind Hallo Desolate Lupus, schön, dass du auch dabei bist. Also der eine Wagen ist natürlich jetzt leerer wie der andere. Ne? Also wenn man es jetzt ganz intelligent macht, müssten wir den eigentlich einmal rausziehen und erst den vollen reindollen. Genau, ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Okay, dann... Sonst müssen wir dann rumrangieren, wenn wir den rausholen wollen. Ich gucke hier erstmal, was kosten denn die anderen Personenwagen. Wo wir jetzt sowieso gerade im Kaufrausch sind. nee, das ist mir eigentlich zu teuer. 5.000 finde ich zu teuer, ne? Ja, finde ich zu teuer. Oder? Also wir haben ja eh die Current Balance. Wie viel haben wir denn? Warte mal, wir haben 5.000 haben wir. Wir haben noch 5.200. Der würde total 7.000 kosten. 5.274. Nee, ach, der kostet 7.000. Um Gottes Willen, ich habe die 5 gedacht. Current Balance ist das, was wir haben. Oh, ja. Ja, du hast recht. Ja. Boah, nee. Nee. Also, nee. Heute nicht. Nee. So, ich mache jetzt aber noch Folgendes. Einfach, weil es witzig aussieht. Ja. Ah, nimmst du die Caboose mit? Ja. Ich packe mir die Caboose hinten ran. Das ist eine gute Idee. Und dann... Das ist eine sehr gute Idee. Gestalte ich den Zug hier noch ein bisschen anders, so, dass ihr auch ein bisschen was zu sehen habt. So, geht los. Okay, die Sawmill hat noch 14 Loks in Storage. Da muss ich gerade noch nicht nachholen. So, holst du dann den Wagen von ganz hinten, dann ziehe ich vorne die beiden Wagen schon mal raus. Ich würde eh versuchen, mir die von vorne zu schnappen, aber genau, ich würde den einen Personenwagen holen. Gehst du erstmal nach hinten den Personenwagen holen, dann ziehe ich die beiden raus, die schon mal für mich sind. So machen wir es. Kannst du die dann von vorne schnappen. Boah, jetzt habe ich aber gerade kurz ein bisschen... Jetzt bin ich hier mit dem Ohr neben dem Lokschuppen und höre auf einmal, wie es hier losgeht. Habe ich kurz gedacht, sondern... Hallo, Jack. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde einmal noch zurücksetzen. Ja, mach das. Ich wollte schon mal ein bisschen vorfahren. Ja, ist auch richtig. Wie geht es dir, Jack? Alles klar soweit? Nein. Jack. Warnwestenpflicht. Wir sind in den Loks, Sarah. Alles dufte. Genau, ja, aufgefüllt hatten wir auch alles. Genau, wir haben ja im letzten Stream alles ready gemacht, dass wir heute direkt loslegen können. Arbeiten. Ja. Ja, Wunderbärchen, vielen Dank der Nachfrage. Kann ich mal kurz die zwei Gleise zum Spielen haben oder brauchst du die auch? Mach das. Oh, ich war viel zu schnell. Kannst ruhig spielen, dann... Ja, dann hänge ich nochmal eben die Caboose um, dass die auch wirklich dann hinten an den Wagen ist. Genau, wenn du dann fertig gespielt hast, würde ich die beiden Waggons irgendwo da reinparken. Erstmal, damit du die anderen von vorne wegziehen kannst. Die für ein Bridge. Die kannst du doch theoretisch, hier ist doch Formel, oder nicht? Könntest du doch fast sogar schon direkt runterfahren. Ah, Moment, nicht das knallt. Ich komme gerade auch hier lang. Das würde knallen. Ich bremse. Oder kannst du, darf ich noch einmal, dass ich hier noch einmal auf das Gleis daneben komme? Ja, mach das. Fahr noch mal ein bisschen vor. Ich weiß gar nicht, ob du das müsstest. Doch, ich mach einfach. Zur Sicherheit. Sicherheit. Safety first. Wir sind hier im frühen Amerika. Die kennen Sicherheit bis heute nicht. Meinst du, das war damals besser? Sicherheit? Was ist Sicherheit? Genau.
Sicherheit, das ist doch das, was Geld kostet, ja? Nee, 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 das wollen wir nicht. Guck mal, du hättest mich beinahe am Haken. Hey. Wird mir gefallen. Oh. Wer sagt, dass das nicht der Plan war? Hm. Schütze. Ach Gottchen. Fängt ja schon gut an, der Tag. Ja. Komm, nimm sonst schon die Augen raus, siehst du? So, weil hier liegt. Ja, perfekt. Hier ist bestimmt bloß dein Mettbrötchen runtergefallen. Verdammt nochmal. Ich will die Verbindung trennen. Ach so. Im Zuge meines Amtes, so trenne ich. Ja, Katastrophe. Hat nicht gut funktioniert, wie man gesehen hat. Witcher House Track. Ah, den Witcher House Track, den kann ich schon mal wegbringen. Da weiß ich schon mal, wo der hinkommen soll. Dann hast du jetzt Zeit zum Rangieren. Ja, die werde ich wohl auch brauchen. Also man sieht schon einen bedeutenden Unterschied, ne? Ja. Sollen wir den wieder verkaufen? Ne, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt haben wir ihn schon. Okay. Na gut. Ich würde sagen, jetzt behalten wir den auch. Mal eben Input aufsammeln, dann ist wieder da. Okay. Input aufsammeln. Ja, hässliche Kinder schnell zurückgeben, man kennt's. Ist in der Schweiz, glaube ich, Standard, oder nicht? Natürlich. Kaffee, mein Lieber, schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen lieben Dank für das Geschenk. Ich weiß halt auch nicht, wie die anderen Wagen da aussehen. Wenn die auch so aussehen, dann passt ihr dann auch wieder. Ja, wir stellen es bestimmt irgendwann mal fest. Ja, wenn wir mal genug Kohle haben. Haben wir. Mal habe ich transportiert erstmal hier 4000 Leute und dann zack, Geld direkt wieder da. Ich meine, wie krass ist das? Wir haben einen neuen Wagen gekauft und haben immer noch über 5000. Diesem Spiel sind die Tracks bereits vorhanden. Die Gleise sind da. Wir müssen nur, warte mal, kann das mal auf der Karte zeigen. Dieser Teil ist für uns bereits verfügbar. Wir haben jetzt Meilensteine, die wir abarbeiten müssen. Wir haben gerade Repair Ela Track and Bridge, das heißt hier oben ist eine defekte Brücke, die sind wir gerade am Reparieren. Dann, wenn wir das abgeschlossen haben, haben wir hier einen neuen Streckenabschnitt zur Verfügung. Und mit den Meilensteinen können wir halt langsam das ganze Schienennetz hier freischalten. Och, geht aber. Zusammengekuppelt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Oh ja, ich seh's. Ja, doch, können wir lassen. Ja, können wir, passt schon. Ja, irgendwie, ne? Es ist sehr viel Arbeit. Ja, wir haben jetzt gerade die Ela Track and Bridge. Phase 3 von 3 sind wir jetzt. Drei Phasen heißt, wir müssen einen Tag Wagen bestellen. Also werden Wagen geliefert, die müssen wir dahin bringen. Am nächsten Tag kommen die wieder zurück, dann nächsten Tag wieder neue Wagen hin und dauert ein paar Tage, bis das Ganze alles abgearbeitet ist. Warte mal, Horse Track war hier, genau. Bremse! Ich hab's nicht erwischt. Ja.
Wäre übrigens nett, wenn der Nudel nicht ständig dafür sorgt, dass ich denke, dass der Schütze streamt, nur um dann festzustellen, dass es wieder nur um Erbsensuppe geht. Ach so. Aber Erbsensuppe ist schon geil, oder? Erbsensuppe kann was. Und ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich war auch etwas überrascht, als ich gestern diese Ankündigung kriegte. Ich fand es aber gerechtfertigt. Ich fand es gerechtfertigt. Alter, direkt wieder Kohle läuft bei uns. Gut gemacht. Jo, dann. Der erste Wagen ist abgeliefert. Nice, ich merke das schon hier. Das ist wie bei Farming. Irgendeiner macht für mich Geld und ich kann es dann ausgeben. Bin sehr zufrieden. Genau. Nee, Nudel, das schwingt dir ab mit dem Eintopf. Du hast mit Suppe angefangen und es bleibt jetzt Suppe. Und es klingt außerdem viel besser, wenn man jemand sagt, sprich Deutsch, du Erbsensuppe. Wie Erbseneintopf. Nee, das klingt einfach falsch. Bam! Ja, Jack, das Coole ist auch, kann ich dir gleich mal zeigen. Das Ganze ist ja auch im Multiplayer spielbar. Was ich gerade auch mit dem lieben Schützen mache. Und es ist möglich, wo ist es denn? Access Control hier, bis zu 32 Spieler online. Das ist so krank einfach. Also wenn das dann noch flüssig läuft, ne? Wenn das dann noch so flüssig läuft, wie es jetzt läuft. Dann ist es richtig gut. Dann ist es insane. Ich sag's, wie es ist. Ja, hast du auch vollkommen recht. Ich würde das so unterschreiben. Die Luftpumpe arbeiten. Ist auch geil, man hört einfach die Luftpumpe. So, ich sehe, du bist noch am Rangieren. Genau, ich fahre jetzt einmal an allem vorbei. Ja. Dann hätte ich die Möglichkeit. Ich könnte dir hier den Gesamtzug mit rausnehmen, wenn du willst. Dann stelle ich den gleich dahin, weil dann komme ich an Ela dran. Ich würde einmal die Caboose hinten an die Personenwagen klatschen. Ja. Mir die Personenwagen hinten an die Lok. Ja. Und dann überlege ich, ob ich die vielleicht einmal drehe, die Lokomotive, dass ich dann halt auch Tender voraus, doch. Also im Prinzip mit der Lokomotive zu den Wagen gedreht durch die Gegend fahre. Ah, aber dann kommst du hier rüber zum so. Dreieck und genau. Machst da eine Wendung. Habe ich zumindest überlegt, aber ich würde jetzt erstmal hier den Komplettzug noch mit nach draußen bringen. Weil ich mache ja dann hier die Schienen gleich dann, frei. Ich rangiere hier bei Whitya erstmal ein bisschen rum. Ja. Damit ich dann damit ich den Wagen dann auch vorne habe. Ja. Für die Sommel. Muss ich ja dann vorwärts reinschieben. Bin ein wenig versucht. Wir hatten über das Game schon mal gequatscht. Ah, ja. Mach das, tu es. Wird Zeit, dass jemand den Erbsensuppe-Emote zeichnet. Genau, dann fang mal an. Ich kann doch nicht zeichnen. Sarah, du kannst es lernen. Ha? Ich kann übrigens die Erbsensuppe noch verstehen. Das ist schon wichtig. Aber das mit Star Citizen, ich meine, hallo Weltall, da gibt es nur noch Erbsen auf der Tube. Genau, Flaschenkaffee, Grundstück zum besten Preis. Die Torpedo-Burritos bringen es nicht so. Kann mir das mal einer übersetzen, was Nudel sagt? Ja, Grundstück. Was? Ach, Kaffee. Hast du denn meine Streams nicht geguckt? Also, das macht mich jetzt aber sehr traurig. Bam. Also, Jack, es ist ja so, wir wollen irgendwann mal, wenn wir einiges ausgebaut haben und mehr Rollmaterial haben, mehr Loks, wir haben zurzeit ja nur zwei Loks. Weil wir unser Geld lieber wieder für Wagen ausgegeben haben. Genau. Irgendwann wäre schon mal der Plan, dass wir versuchen, die Leistung des Spiels ein bisschen auszureizen. Mal gucken, mit wie vielen wir das so spielen können, das noch flüssig läuft.
Aber aus dem Prinzip heraus, wir sind jetzt schon mit zwei Spielern versetzt auf dieser Map unterwegs und jeder bewegt mehr als zwei Wagen und es ist noch Und es nicht am läuft absolut Ruckeln. flüssig. Das ist schon mal besser wie bei anderen Spielen. Das stimmt. Wir kennen da auch. So. Ich kenne das auch anders. Wir Sagen wir haben, mal so. wir sind zwei Spieler, wir haben zwei Loks, Brainqualm, wir brauchen mehr Loks. Ja, das ist korrekt. So, apropos Tube. Kennt jemand von euch Schweißnaht aus der Flasche? Ja, habe ich Mittwoch meine G27 Lenkrad geschrottet gehabt, Halterung gebrochen. Und dank dem Zeug kann ich wieder reparieren. Ja, kenne ich. Geiles Zeug. Kann ich auch nur empfehlen. Wenn ihr wollt, erstelle ich euch dazu einen YouTube, einen Amazon-Link. Meine ja nur, ich würde das für euch tun. Nö, das Sitze sind, schaue ich nicht, aus Prinzip. Ja, gut, da bist du aber dann selbst ein Schuldkaffee. Du verpasst was. Das ist wirklich ein absolut geniales Spiel. Ich habe ja nur Angst, dass ich es dann auch kaufen muss. Ja, tu es. Los, spiel mit uns gemeinsam. Ist halt nicht drin in der Materie. Ich habe mich auch jahrelang gewehrt, Kaffee. Ich gebe es ja zu. Ich habe mich auch jahrelang gewehrt. Und dann der Toto so, hier hast du ein Startpaket. Und ich so, warum tust du das? Und er so, weil du es lieben wirst. Wir kennen uns inzwischen lang genug. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Ich liebe ihn. Und das Spiel. Ich liebe heute einfach alle Leute. Ist Muttertag. Da kann man ruhig mal ein bisschen Liebe verteilen. Bis wohin fährst du auf dem Außentrack? Ah, ich habe gerade echt Scheiße gebaut. Fällt mir jetzt aber erst auf. Ich hätte ja auch einfach alles vordeuen können. Mach ich auch. Deswegen gibt es Rangierspiele, weil man dann überlegen kann. Also wieder nach vorne. Zack. Okay, dann kann ich gleich noch. Ja, ich brauche noch ein Erstmal bisschen. einmal zur Sägemühle gehen. Genau, ich schiebe jetzt hier das komplett durch. Dann hole ich mir die Personenwagen. Dann fahre ich wieder nach vorne. Dann hole ich die Kabus. Dann habe ich den schönen Personenzug. Nimm dann die Wagen von Eda mit nach vorne und lass dir den hier einfach stehen. Perfekt. So. Also ich habe es zu SIP getestet, keine Probleme, schreibt der Desolate Lupus. Sehr cool. Ja, sehr gut. Das Ich höre, es klingt soll einen gut. Stresstest geben. Wann denn? Wenn wir Loks haben. Genau. Wenn der Zahra nicht mal abonniert. Müsste man nur 32 Freunde haben. Ja. Das stimmt. Nee, der Zahra ist Nee, ja nee, schon. Der ist ja schon die Spieler würden wir Angestellter. schon. Lass Ja. ich ihn. Er hat ja auch schon gut reagiert wieder bei dem Boss. So. Ich kannte es bis dato nicht. Also es ist wirklich ein Bombenzeug. Ja, definitiv. Vor allem halt für Absolut. Kunststoffe etc. Das lohnt sich schon. Jetzt sollte ich hier vielleicht was früher bremsen, ne? Ich habe jetzt auch den gesamten Zug. Bisschen noch. Ah, oder? Ah, komm noch ein bisschen. So. 3 km/h ist genug. Aber ja, Jack, du wärst natürlich dann auch herzlich eingeladen. So, und wo ist mein Startpaket? Hä? Mir schenkt wieder keiner was. Da musst du mit Tara reden, Kaffee. Die ist für dich verantwortlich. Das wissen wir alle. Wo ist denn hier die Handbremse? Da oben. Wiep. So, sind jetzt schon 652 Tonnen. Oh, sehr schön. Ah, guck, da hinten fährt der Fabi rum. Hiebe verteilen. Mittner, dein Einsatz. Nein, Dodger. Nicht Hiebe, Liebe. Na, bewegt sich hier gar nichts? Schlecht. Okay, ist auch ein schwerer Zug. Ja, Ja, doch, stimmt. ich habe da ein bisschen was zusammengehangen. Bisschen was.
Ganz nicht, dass ich es wollte, aber einfach wieder aus Prinzip. Ein Dumbo, Töre, genau. Klar, das ist für mich verantwortlich. Cool, auch in dem Bankraum. Mich verknackt ja dann keiner. Ach, Kaffee, so funktioniert dieses Spiel nicht. So. Luft raus, Handbremse rein. Für gut, ne? Ich habe noch nichts geschafft. Ich bin nur im Umrangieren. Aber der Fabi verdient schon Geld. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Tolle Aufteilung hier. Jo. Tolle Aufteilung. Ja, für mich auf jeden Fall. Na. Das ist ein ganz schön langer Zug, den du da hast. Ja, vor allem, ich klatsche mir jetzt noch was hinten dran. Ich weiß nicht, ob das so viel besser wird. Weil ich denke, die ELA-Wagen werde ich da vorne jetzt erstmal kurz zwischenparken. Ja, dann kannst knapp du ja wie möglich vor der Weiche. Ja. Aber da komme ich dann bestimmt mit Personenzug auch nicht mehr raus, oder? Nö. Sind auch noch große Wagen. Ach, ich baue dich einfach zu, das geht schon. Mach das. Ich hole mir jetzt noch die vollen Wagen hier raus. Ah, vielleicht bin ich ja bis dahin dann auch was weiter. Genau. Ein Zentimeter vielleicht. Könnte passieren, ich gebe mein Bestes. So. Aber alles gut, dann habe ich auch gleich genügend Zeit, auch erstmal die Holzstämme fahren. Weißt, was ich meine? Ja, du kommst auch mit den. Ja, doch, du könntest tatsächlich da zurück in das Gleis rein, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das bis dahin schaffe. Jetzt habe ich an sich kurze Wege. Hier bei der Lokler, ne? Komm, ja, ein bisschen. Bisschen Gas hier, was sind denn 254 Tonnen für dich? Gekoppelt, Handbremse, welches ist das? Ist das hier nicht das gleiche? Also Liebe und Hiebe. Oh, Deutscher, das kannst du ja mal vor Gericht ausdiskutieren. Ich glaube zwar nicht, dass die dich damit durchlassen, aber die Idee ist ja eigentlich ganz schön. Na gut, ich muss jetzt hier auch erstmal rund 500 Tonnen rausziehen. Wieso nicht? Wäre doch cool. Einfach der Polizei vor Ort sagen, ich habe das zwar gemacht, aber ich bin nicht für mich verantwortlich. Das wäre witzig. So, vorsichtig. Sehr schön. Und wieder vor. Oh, gefällt mir jetzt schon mit den drei Personenwagen. Macht eine gute Figur. Macht eine sehr gute Figur. Auf jeden Fall. Kommt jetzt noch die Caboose hinten ran? Genau. Oh. Und dann macht das eine richtig gute Sehr Figur. Schön. So, und dann lasse ich dir die Güterwagen da drüben stehen. Dann kannst du auch auf kurzem Weg drumherum fahren, um zum Beispiel den Ölwagen vorne dran zu bekommen. Klingt sehr gut. Und dann schnapp ich mir die Wagen nach Ela und dann sind die Schienen auch wieder frei. Perfekt. Auf jeden Fall, Deutscher, ist das Gleiche, ne? Das erklärt auf jeden Fall, warum Mittner den Schützen so gerne mit der Elektrofliegenklatsche bearbeitet, ja, ne? Und er liebt es, nein. Stopp. Und er liebt es. Stopp. Ich muss hier korrigierend eingreifen. Das stimmt nicht. Diese Fliegenklatsche ist nicht für den Einsatz am Menschen gedacht. So, ich warte jetzt hier einfach mal, bis du fertig bist. Ich mag nicht den langen Weg gehen. Kann ich nachvollziehen. Dafür bin ich viel zu gemütlich. Pizza hat gerade seine wöchentliche Portion eheliche Gemeinschaft. Vor und zurück, vor und zurück. Ja. Meinst du, ich habe meine ehelichen Pflichten mit diesem Spiel erfüllt? Ich frag mal. Also ich kann mir vorstellen, wenn wir da noch mehr von den Wagen haben und die dann geschlossen sind, sieht das bestimmt auch noch gut aus. Ja, die geschlossenen am Stück sehen bestimmt auch gut aus. Aber ich glaube, hier von den offenen,
Wenn man da so drei Stück oder was aneinander reiht, das sieht auch gut aus. Ich bin mal gespannt, was Ja. dieser andere Endwagen da ist. Der Observation-Wagen. Und dann schauen wir uns das einfach an. So, Handbremse Guck mal, da hat lösen. ja die Caboose. Alles für die Optik. Aber es sieht Alles gut für die aus, ne? Optik. Sieht wirklich gut aus, ne? Vielleicht tatsächlich noch einen davon in der Mitte, dann sähe es, glaube ich, noch was cooler aus, wenn dann jeder hier so sein Vordach hätte. Aber geht nicht immer alles. Oder ich Ich hänge habe die da mal nochmal bei um. der Caboose die Lichtchen angemacht. Hä? Wieso ist eine Handbremse jetzt an? Oder hast du mir jetzt bei der Caboose aus Versehen die Handbremse Oh, angezogen? das kann sein, es tut mir leid. Bedankt. Hab sie gelöst. Hab ich wohl die Handbremse erwischt, als ich die Lichter machen wollte. Aus Holla. Versehen. Aus Versehen. So, dann haben wir Sack für die Sawmill, einer fürs Öl. Müssten die jetzt nicht bremsen? Habe jetzt mal hier mit Handbremse Ja, ich gemacht. auch. Sehr gut. Sehr schön. Perfekt. Ich glaube, ich muss deiner Frau mal stecken, dass du hier Ausreden sammelst. Ja, dann steck ihr direkt mal, dass die von deinem Mann kommt, aber. Ha? So, wollen wir das Spiel zusammenspielen, ja? Kein Problem. Dann kann ich die anderen sechs hier So, und das reinmachen mit der und gleich von hinten die Fliegenklatsche. nehmen. Einen Föhn ist auch nicht für den Einsatz in der Wanne bestimmt und trotzdem jedes Jahr sterben sie hier rum. Schwieriges Beispiel, Kaffee. Schwieriges Beispiel. Ja, der Kohlewagen ist auch noch zu drei Viertel voll. Sieht doch sehr gut. Zwei Drittel und zwei Drittel. Nur weil jemand anderes Ausreden sammelt, musst du sie ja nicht annehmen. So funktioniert das nicht, Tara. Annahme verweigern geht nicht nur bei der Post, doch. Düst er vorbei. Ja, ich gehe aber schon auf die Bremse. Ich muss ja da vorne nochmal einhaken. Das wäre irgendwie, ich glaube, mit 17, das gibt Ärger. Ja. Ah, kriegst du Ärger mit dem Chef. Oh je. Mit dem dicken Kontrolleur? Hast du mich gerade dick genannt? Nee, kennst du nicht von Thomas und seine Freunde? Der Doch, dicke doch, natürlich. Kontrolleur. Ja. Auf Englisch heißt er ja Sir Topham Head, aber auf Deutsch war es einfach der dicke Kontrolleur. Fand ich mal gut. Kenn's leider nicht auf Englisch. Mit Ups, Bären ist nicht zu spaßen. Boah, geht mit diesem hier schon. Das ist okay. Der kann damit im. Klack. Kann man irgendwie das HUD ausschalten? Das kann ich dir nicht sagen. So. So für Screenshots machen teilweise. Ich mache einfach mit. So, okay. Gehört da dabei. Er macht einfach mit. Problem ist, man möchte eigentlich so weit rauszoomen. Da sieht man dann schon wieder nichts. Ja. Jetzt muss ich mich hier entscheiden, für vorne oder hinten. Naja, so, auf geht's.
Nur wirst Schon sehr du cool. in Sachen Annahmeverweigerung in wichtigen Sachen nur einmal gefragt und zack, ehe man sich versieht, hat man einen Ring am Finger. In der Tat, ja. Den habe ich. Also den Ring am Finger. So. Hallöchen, endlich bin ich wieder hier im Stream. Hallo Bingo LP, schön, dass du wieder dabei bist. Stimmt, lang nicht mehr gesehen. Hallöchen. Also, Zara ist dick. Hat Steam eigentlich auch ein Affiliate-Programm? Ich glaube nicht. 20 Kilo weniger würden nicht schlecht. 20 Kilo, Alter. Wenn 20 Kilo reichen, dann bist du nicht dick, findest du? Ich finde 20 Kilo ist schon eine hohe Ansage. Okay, wenn es nur 20 Kilo sind, dann ist es nicht schlimm. Okay, ja dann. Nein, Steam hat noch nicht verstanden, dass man als Creator die Verkaufszahlen beeinflussen kann. Ja, es gibt ja Leute, die mit Steam so eine Partnerschaft haben und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es da direkt sowas wie ein Affiliate-Programm gibt. Das, da muss ich passen. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Würde mich auch nicht dick nennen, aber auch nicht dünn und auf keinen Fall sportlich. Boah, die ist ja auch. Sarah, ich bitte dich. Wobei, das sind ja dann eher die Spieleentwickler, die mit Streamern Partnerschaften machen und nicht Steam direkt. Ah. Ich dachte, weil es ja auf Steam jetzt auch so ein Stream gibt. Weißt du, was ich meine? Wenn du auf Steam guckst, kannst du ja manchmal auch so, ja, der ist jetzt live und... Das stimmt, ja. Gemäß BMI. Ja, den BMI, den kannst du aber auch in eine Pfeife rauchen, Kaffee. Der BMI sagt auch zu Sportlern, dass sie schwer adipös sind. Ja, der BMI beachtet nicht das, der beachtet nur die Körpergröße und Gewicht. Der beachtet ja nicht das, den Fettanteil, Muskelanteil, was auch immer. Sportlich sind wir alle. Vor dem PC sitzen, zocken ist doch inzwischen auch ein Sport. Ja, E-Sport. Also vor allem ist es halt geistig anspruchsvoll, ne? Ja. Du musst dich halt entscheiden. Du musst dich halt auch entscheiden, ne? Willst du jetzt körperlich sportlich sein? Oder willst du zum Beispiel viel können? Im Haus oder so oder sonst wo. Das ist ja schon wichtig. Die meisten, die ja besonders sportlich sind, die können dafür nichts im Haus oder so. nach Ela Station will ich, ne? Ja. Genau, du fährst nach Ela erstmal. Copy zu zwei anderen. Schach zum Beispiel ist ja auch Sport. Wenn man dann noch die 30 draufhaut, die schon weg sind, na siehste, richtig. Dem gibt nur die Keys frei. Hm. Ich mach sogar Laufsport. Ich lauf vor dem Sport weg. Das finde ich gut, Kaffee. Der Laufsport gefällt mir. Soll ich ein Stündchen warten? Ich hätte noch Platz für Person. Ja, mach ruhig. Ich hätte noch Platz. Settings. Wait 1 Hour. Zack. Nochmal 42. Gar nicht schlecht. Ich glaube, es waren über 50. Jetzt sind es nochmal 42. Hätten zwar auch in diese zwei Wagen reingepasst, aber naja. Passt schon. Ja, das wird auch schon mehr mit der Zeit. Ja, vor allem, wenn wir noch andere Ort finden, ne? Weil ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, die Leute steigen bedeutend schneller ein. Bedeutend schneller. Ja, das glaube ich. Jetzt haben sie ja drei Einstiegsmöglichkeiten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, die sind alle. Wie sieht es mit Allergien aus? Zum Beispiel Rundholzallergien. Boah! Läuft. Es gibt Rundholzallergie. Das mit dem Steam ist so nicht richtig, Nudel. Steam hat schon einen guten Anteil am Preis, wenn du es bei Steam kaufst. Und gemäß Steam AGB hast du durch die Nutzung ihrer Service sämtliche Rechte, die dir das zu sich verwirkt. Aha. Und dann alle, die gesund und schlank sind. Ich kann reichlich Kilo abgeben für umsonst. Gar nicht schlecht, Bärchen. Würde ich tatsächlich auch anbieten.
reichlich Kilo vielleicht nicht, aber ein paar. Ein paar. Und jetzt putze ich mir irgendwann wieder die Nase. Entschuldigung. Lästig. Lästig, diese Nase. So. Das Thema hat mal für mich ein Rechtsanwalt klären müssen, als die meinte, ein bei Mediamarkt gekauftes Game darf nur Nutzung von Steam als Kopierschutzprüfer nicht an andere verkauft werden. Hä? Ah ja. Ich kläre sowas mit Spielen nicht über einen Rechtsanwalt. Das lohnt für mich nicht. Sinngemäß, ein Key kann nur einmal aktiviert und nur an ein Konto gebunden werden. Das ist aber wirklich doof. Rundholzallergie, zum Beispiel Hammer, Schaufel, Besen. Ja, Dodger. Gar nicht schlecht, ne? Oh Gott, sind hier viele Handbremsen. die hier noch, die ist hier. Muss die auch erstmal finden, die Handbremsen. Das stimmt, das ist auch nicht immer so einfach. Oh, zu weit. Schönes Bild der Hildebrand. Hier ist doch noch so eine richtige Fotoposition, ne? Hier. Schön hier mit dem Flussverlauf. Da kommt sie wieder. Ja, ich will dir dann noch einen schönen Screenshot schicken. Schick du mir. Hab vorhin einen schönen Screenshot von dir gemacht. Eieiei. Richtig, aber dafür muss er erst aktiviert werden. Schütze macht nur einmal ein Angebot, was der andere nicht ablehnen kann. Genau, so sieht's aus, Bärchen. Sehr gut. Genau. Nehmt meine Kilos. Eieiei, Rechtslage. Wenn du ein Spiel physisch kaufst, dann darfst du dieses auch weiterverkaufen, wenn du sicherstellst, dass alles an den Käufer veräußert wird. Steam ist dann sogar verpflichtet, den Key von deinem Konto zu löschen und auf dem Käuferkonto zu aktivieren. Ja, dann ist aber doch alles gut. Und als Creator bekommst du ja von Steam oder aber direkt vom Entwickler, trotzdem von Steam, offene Keys. Man sieht Gronkh Keyschleuder. Ja. Genau. Das macht Steam aber nie. Die weigern sich, ja. Dann musst du wohl oder übel einfach mal akzeptieren, Kaffee, dass du ein Spiel halt nicht weiterverkaufst. Ich finde, das ist jetzt nicht so, also... Ich gebe dir recht, es ist ärgerlich und es ist vor allem halt lästig, wenn es die Rechtslage sogar anders sieht. Aber ich muss dir halt auch sagen, ich finde, das ist jetzt bei diesen Beträgen, finde ich, geht das. Also, ne, das ich glaube, teuerste Spiel ist inzwischen bei mir Star Citizen geworden. Ansonsten, definitiv bei mir auch. Ansonsten wäre es Diablo, das war auch nicht Steam. Ich glaube, auf Steam müsste es Company of Heroes oder so gewesen sein, mit 60 Geld. Letzten Endes, es ist natürlich viel Geld und es ärgert auch. Kann ich verstehen. Aber ich sag mal, bei so einem Autoverkauf oder sowas fände ich es jetzt schlimmer. Definitiv. Oder beim Hau. Oder sowas. Ich würde jetzt auch sagen, gibt Schlimmeres. Denke ich auch. Inzwischen ist es auch ein bisschen anders. Wenn du nur digital kaufst, bist du an die AGB der Handelsplattform gebunden. Ja. Diese AGBs liebe ich auch. Ja, lese ich immer. Ich tatsächlich inzwischen sehr oft wegen dieser Datenweitergabe an Dritte. Das ist wirklich eine Seuche geworden. Absolut, machen die ja teilweise mehr Geld mit wie mit dem Spiel selber. Und es ist so eine Seuche, wo die das überall hingeben wollen. Ganz, ganz übel ist Kleinanzeigen. Ich meine, ich liebe Kleinanzeigen, ne? Also wirklich.
Aber zieh dir einfach mal nur die ganzen Cookies und Partner rein und Datenverarbeitungen und dies und jenes, wo du dir denkst, Leute, tickt ihr eigentlich noch sauber? Und dann gehst du da rein und sagst denen so, nee, ich will das nicht, ne? Also bitte nur die nötigsten Cookies. Und dann kommt ernsthaft einfach noch so ein neues Fenster. Ja, bist du sicher? Die Cookies helfen uns aber, dass wir die Plattform kostenfrei halten können. Boah, Junge, mit den Cookies macht ihr mehr Kohle wie jeder, der sich am Verkauf bereichert. So, hat das gereicht? Ja, ne? Theoretisch müsste ich eigentlich. Janudel bei Helldivers 2 hat die Community tatsächlich gewonnen. Finde ich auch sehr gut. Finde ich sehr gut, dass sie sich da mal durchsetzen konnten. Ja, das war wirklich sehr angenehm. Ja, das stimmt wohl. Reicht eigentlich, wenn du einen digitalen Ausweis nutzt. Auch die nutzen Werbe-Cookies, ja, Katastrophe. Ja, genau. Verloren hat der Community Manager seinen Job. Ja, das ist eigentlich auch ein bisschen unfair, aber ja. Was soll man machen? War aber klar, dass die irgendwo zumindest ein Exempel statuieren, dass die halt sagen, ich kann es ja nicht auf die Nase rum. Zumindest nicht halt als Mitarbeiter. Genau. So, ich hole dann auch mal Geld rein. Nee, das warst auch du schon wieder. Das war ich? Das war ich. Jetzt bringen wir erstmal die Güter zur Brücke. So, und dann gleich noch den Ölwagen abliefern gehen. Fand ich auch gut, als ich das gelesen habe. Das funktioniert in unserem Land, wenn sogar der Staat munter mit Daten handelt. Ja. Nun habe ich vergessen, Nudeln zu salzen. Eieieiei. Oh nein. Holzhaber. Toll hingekriegt, ehrlich. Hast du gut gemacht. You got one fucking job. Läuft ja anscheinend jetzt tatsächlich eine rechtlich geltende Petition gegen Sony bezüglich der Kündigung. Okay. Ja, das Problem ist immer folgendes, du musst dir vorstellen, du wirst von deinem Arbeitgeber nicht gemocht und klagst dich da wieder rein. Kannst du machen, aber ich garantiere dir, dein Arbeitsverhältnis oder was wird dadurch nicht mehr besser. Ja, das stimmt. Ne, das ist halt, dessen muss man sich halt einfach im Klaren sein. Das Verhältnis zu deinem Arbeitgeber wird ja dadurch nicht automatisch dann... Genau, das wird ja dann nicht wieder gut. Weil Sony findet das bestimmt immer noch kacke, dass der zu den Leuten gehalten hat. Ja. Bin ich mir sogar sehr sicher. Würde ich jetzt auch behaupten. Hey Schütze, wenn wir noch einen Tag schlafen, dann können wir nach Brisson fahren. Entdecken wir eine ganz neue Welt. Bin auch gespannt. Ich würde behaupten, diese Fahrt machen wir dann erstmal gemeinsam. Ja, ich bitte drum. Nimm in unserem neuen Leichtwagen Platz. Mit den 85 Gästen. Und dann geht das los.
Aber genau das ist ja der Job eines Community Managers. Das Bindeglied zwischen Partei 1 und Partei 2, ja. Aber wenn Partei 2 dich bezahlt, dann ist der ziemlich scheißegal, ob du für Partei 1 bist. Ja. Hallöchen, Blackbird, wie geht's dir? Das ist immer so, Nudel, das weißt du doch. Das ist immer das Schwierige, auch bei den HR-Leuten. Die sollen die Interessen der Angestellten oder beziehungsweise der Community vertreten. Nein, HR-Leute sollen aber sind gleichzeitig Schmutz. Auch das Interesse der Firma vertreten. HR-Leute sind Schmutz. Das ist so ein Akt. Zumindest bei uns. Es gibt gute Leute, da habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht, aber im Großen und Ganzen. Also bei uns zählt nur der Betrieb, nur der Betrieb, nur der Betrieb und da musst du Verständnis haben für den Betrieb. So, das war schon, ich auch schon. War schon sehr, sehr amüsant mal. Und es kann ja wohl nicht sein, dass die armen Schweine nur zum Ja-Sagen da sind. Ab und wann sollte die sich auch gegen ihren Arbeitgeber im Sinne der Community aussprechen dürfen? Sonst macht das gesamte Berufsfeld Community Manager keinen Sinn. Korrekt. Korrekt, aber wird von vielen Managern nicht gesehen. Nö, deswegen. So, OMT. Oh, kannst du den gleich mitnehmen. Ja, das ist auch meine Idee. Muss ich mal gucken, die hier haben noch Material, das passt. Wenn Partei 1, Partei 2 Geld in den Hals wirft. Ja, du hast da recht, Nudel, aber es ist halt leider oft anders. Könnte ich jetzt theoretisch die Wagen schon anschalten und dann sagen, so hier steigt schon mal ein oder geht das ja, nicht? Die würden dann schon einsteigen. Auch wenn ich die Lok nochmal abkoppel? Ja. Ich meine, wir haben die ja auch über Nacht schon einsteigen lassen. Ja, aber mit Loks. Dann wird das bestimmt auch funktionieren. Finden wir jetzt heraus. So, dann switchen wir hier eben mal die Wagen. Mit der volle hinten steht. Deshalb sind viele Community Manager ja auch keine Angestellten, echt? Was? Das wusste ich jetzt nicht. Ja, auch nicht. Kenne ich genug Beispiele. Mann, ist das kompliziert. Sorry. Mir geht's wunderbärchen. Vielen Dank, Blackbat. Kann im Normalfall den Typen übersehen. Nur bezahlen, weil wir ihnen das Geld in den Hals... Ich glaube, wir haben dich alle verstanden, Nudel. Du hast dich halt nur schlecht ausgedrückt. Oder du bist am Handy. Eins von beidem. Könnte auch Wir wissen ja alle, was... Genau, es könnte auch einfach massiv Autokorrektur sein, was du uns da an den Kopf geschmissen hast. Und vertippt. Ja. Also ich meine, wir verstehen uns ja alle. Irgendwie schon, ne? Schön hier, oder? Ja. Entweder Ehrenamt oder Freelancer. Geil, ich mach das ehrenamtlich. Ja, du bist gefeuert. Ja. Das ist auch richtig Deutschland. Das ist ein Ehrenamt. Ah ja. Ich glaube, Ehrenamt gibt es auch in keinem anderen Land. Bei uns gibt es das auch. Ja gut, ihr seid ja auch eigentlich eine Kopie. Ey. So, den nehmen wir mit zurück. Ach ja, Ehrenamt macht jedes Korn, genau. Sollte man abschaffen, dieses Ehrenamt. Ja, weiß ich nicht.
Also ich denke da zum Beispiel an das Eisenbahnmuseum, ne? Die waren auch alle ehrenamtlich. Aber es ist trotzdem ein bisschen komisch manchmal. Also. Naja, das geht aber wieder zu sehr in die politische Richtung. Da müssten wir jetzt diskutieren, wo überall unsere Gelder verschwendet werden und wo man die besser haben könnte. Und dann, das möchte ich nicht. Das möchte ich auf diesem Kanal nicht. Nee, das möchte man nicht. Genau, das geht immer nur schief. Gibt immer nur Ärger. Mehr Jobs bei der Feuerwehr und Co. Und der Staat wäre mehr in Petrouille, mehr Geld locker zu machen für Feuerwehr, DRK und Co. Ja. Das Problem ist, Nudel, die geben das Geld leider überall woanders aus. Und das merkst du. Ne? Auch die ganze Infrastruktur, alles ist im Arsch bei uns. Obwohl die Mauteinnahmen und sowas immer weiter steigen. Aber ja. Das sind sehr viele Probleme und ich glaube, wenn du nicht grundlegend mal anfängst, also wirklich unten anfängst zu gucken, wo geht das Geld hin, dann wirst du das auch nicht hinkriegen. Oder wenn du vielleicht auch mal die Gemeinden und die Länder und alles in die Pflicht nimmst und vor allem, wenn du mal konsequent die ganzen Schwachköpfe rausschmeißt. Ne? Also mir fallen da sehr viele Leute ein, die zum Beispiel, war das denn nochmal, ich komme nicht drauf, Autobahnprivatisierung oder sowas. Haben die Verträge abgeschlossen, die haben uns nur 700 Millionen gekostet. Ne? Das sind halt alles so Sachen, die Leute dürfen Autobahn weiter im Amt sitzen. So, ja, war mal ein Thema bei uns in Deutschland. Okay, krass. Und da gab es einen Minister, der hat schon mit Firmen Verträge geschlossen und dann kam raus, nee, für uns wäre das ja illegal, so wie der das vorhat. Und dann hat er diesen ganzen Firmen aber schon die Strafen gezahlt, weil die Verträge gab es ja. Okay. Ah, toll. Sehr toll. Aber Tava hat recht, Themenwechsel. Ja, ihr habt da ein paar schöne Züge. Ja, ne? Sehr schöne Züge, oder Tava? Du hast recht. Ich würde noch mal ein Stündchen warten. Alles klar, Doktor. Ja, mach mal. Zack. Ah, 30. Ein bisschen hier zurückhalten. Was ist heute los? Bisschen zurückhalten, die Leute. Bin gerade auf dem Rückweg. Hol mir gleich mal die Sägemühle. Waggons. Ja. Schieb die hoch zum Holz holen. Oder besser gesagt, das ist so etwas essentiell aufs Ehrenamt abgeschoben. Das war gar nicht politisch gemeint, ja. Unsere Stadt macht jetzt überraschend 25 Millionen Minus und deshalb wird mal eben der Hebesatz erhöht. Ja, gut, oder? Aber ja, Züge, ich mag Züge. Oh, Raubzüge, das wäre jetzt Kaffee. Warum musst du immer alles ins Negative ziehen? Verstehe bloß nicht, warum so etwas Wichtiges Ehrenamt angewiesen ist. Ja. Weil wegen Geld. Ganz einfach. Mhm. Ich gehe mal so. Eben, gleich fährt hier ein Zug durchs Zimmer. Sehr schön. In der Hype Train. Tschu. Ja, so, ich bin auf dem Rückweg. Erste Personenladung ist dann fertig für heute. Brückenteile liegen. Ich bringe dir einen Güterwagen mit für unseren Umschlagplatz. Mhm. Ein Endbahnhof sein. Ich sehe keinen Zug. Ja, hier geht's ja bergauf. Ja. Genau. Komm mal ruhig mal ein bisschen mehr. Fauli, hallöchen, lange nicht gelesen. Mir geht's wunderbärchen, wie geht's dir? Alles klar soweit. Des Öfteren im Lurk. Vielen Dank dir. Dir geht's auch schön. Bestens. Gut, schön. Wow, dir geht's schön. Ich finde dich auch schön, Fabi. Oh, danke. Bist auch ein schöner. Herrlich. Ach Gott.
So, lass mal hier mal langsam ranfahren. Danke, wie es schön. Hatte mir letzte 5 Jahre keiner mehr gesagt, aber Fauli, du bist doch so ein Schöner. Warum sagte das keiner? Nicht, was ist da los? Du bist halt einfach in den falschen Streams, Fauli. Absolut, definitiv. Ich meine, bei mir ist jeder ein Schöner und eine Schöne. Also alle sind schön. Auf ihre Art. Hier ist alles super. Hier ist alles super, super, super schön. Genau. Ah, herrlich. Das mindert das Wort aber jetzt. Oh. Hey. Ja. Wasser gekleckert. Oh nein. Was ist denn da los? Oh, Fauli, das ist lieb von dir. Nee, bin schon in den richtigen Streams. Fabi ist einer davon, den ich schon lange folge und nicht mehr entfolgen werde. Ha. Sehr gut, weiter so. Seit 2 Jahren, 1 Monat und 2 Tagen. Man kann doch nicht sagen, du bist aber ein Schöner und 2 Sätze später, aber bei mir ist ja jeder ein Schöner. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Kann man gut, würde ich jetzt mal sagen. Also Fabi kann das. Ich kann das. Ist da etwa wer müde? Ja, tatsächlich. Und meine Nase nervt mich. Und ich hab Hunger. Nein. Nein. Doch, da sind wir wieder. Na komm, ich hab lang durchgehalten. Eine ganze Stunde. Stimmt. Ach, oh, cool. Frikandel-Alarm. Nee, ich habe noch Pfannkuchen von Mutti im Kühlschrank. Und ich erzähle das jetzt was lauter mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Kenne ich da eine Person, die auch Hunger hat. Und die würde dann vielleicht sogar die Pfannkuchen warm machen. Keine Reaktion, das ist schon mal schlecht. Ja, Fauli, das mache ich auch alle paar Monate, Mama, die Streamer aussortieren, welche ich nicht mehr gucke. Wenn die Nase nervt, dann lass sie laufen, halt sie nicht auf. Bei uns gab es heute Gnocchi aus der Fritteuse, schmeckt auch interessant. Oh, klingt lecker, jetzt will ich auch. Wir hatten gestern, also die Mitna hat das gemacht, die hat Hühnchen in so Olive und Gewürze eingelegt und hat die dann in der Heißluftfritteuse gemacht. Das war auch richtig cool. Und dann haben wir das klein geschnitten und uns selber so ein Dürüm im Prinzip gemacht. Das war sehr gut. Klingt sehr lecker. Ja, ich glaube, ich habe Hunger. Hast du recht, Fauli, muss auch sein. Essen? Ja, Essen muss sein. Ich habe schon überlegt, ob man Eier frittieren kann, bestimmt. Man kann alles frittieren. Ich kann sogar Snickers mit der Verpackung in die Fritteuse tun, Junge. Kann man auch. Es gibt sogar Leute, die haben schon Eis frittiert. Oder Bananen. Oder Bananen. Als Spiegelei geht es auf jeden Fall. Auch interessant. Du hast noch Maschinenteile. Du hast noch Metallsachen drin. Die hast du schon fertig gemacht. Ne, hier. Genau. Sehr cool. Gut, hier ist schon alles ready. Sehr gut. Warte ich jetzt, bis hier alle ausgestiegen sind. Warum steigt der nicht aus? Doch, der steigt aus. Okay. Dauert jetzt irgendwie gefühlt sehr lange. Naja. Naja, wird schon. Butter. Gibt's beim
Sushi-Onkel, ja genau. Eis gibt's beim Sushi-Onkel, aha. Butter, Butter klingt auch geil. Ah, guck mal, Engländer frittieren sogar Snickers. Ja, siehst du. Stimmt, ja, Fauli. Wäre auch schön, wenn sie mal wieder ein bisschen öfter streamen würde. Und Mars, okay. So, frittiertes Eis ist einfach mega. Wir haben auch gelesen, dass man Eier in der Mikrowelle machen kann. Nach unserem Versuch werden wir das nicht wiederholen, weil das in der Schüssel explodiert ist. Ja, das hätte ich dir aber auch sagen können, aber. Oh Gott, ich bin zu schnell. Oh je. Yeah. Hab nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, aber alles noch, alles gut. Ja, ich bringe jetzt noch einmal fix hier den Wagen zum, ja? Na, Maschen. Wir nennen es jetzt einfach Maschen. Das kann ich mir besser merken. Maschens. Na, Maschen, genau. Muss, alles klar. Ich muss mich ja auch ein bisschen zügeln, mal. Ja, das stimmt, das stimmt. So, alles, was frittiert ist, schmeckt geil. Oh, das ist ja auch, das gibt auch wieder richtig Geld, sehr schön. Oh, hupsi, ich bin zu schnell. Ja, geht, 30, ist ja im Rahmen, wie wir festgestellt haben. Ich befürchte aber, dass es Dinge gibt, die man in der heißen Fritteuse nicht frittieren kann. Das Ei war in der geschlossenen Schale im Wasser. Ja, ist egal. Bester Troll ever. Also die Eier in der Mikrowelle. Ich kenne das auch nur als Troll. Oh, jetzt werden hier Sachen ausgepackt. Frittierte Pizza ist auch mega. Okay. Normalerweise sollte das die Wärme verteilen. Nein. Ja, Kaffee, wie du jetzt gemerkt hast, funktioniert aber so nicht. Hui. Hey, da kommt ja eine Kabuse an. Yay. Kleingerupfte Pfannkuchen kann man aber bestimmt auch in der heißen Fritteuse machen. Werden dann halt eher Chips. Auch eine interessante Idee. Hm. Pfannkuchenchips. Hm. Miau. Machst du da noch eine Runde Person oder? Würde ich tun, ja. Dann wäre ich dann auch schon ready mit dem Holz. Würde ich sagen, machen wir noch diese Fahrt, dann können wir schlafen und am nächsten Tag dann nach Brisson fahren. Ja. Oder Brisson. Oder wie wir es nennen wollen. Weiß es nicht. Brisson. Brisson, stimmt. Brisson. Wir sind auch Deutsch, Mensch. Fabi, was ist da los? Brisson. Brisson? Ja, dann machen wir Brisson. Ach, wir fahren Brisson. Nach Brisson. Oh, mega. Na, fahren wir nach Brisson. Gerade bei Google nur Frittierte eingegeben und als erstes kam Sushi und als letztes frittierter Tofu, okay. Frittiertes Sushi. Tofu nicht so gerne. Ich werde das als Versuchsreihe aufbauen und ich werde es herausfinden. Frittiertes Frittierfett, geil, Nude. Möchte ich einen unterstützen, glaube ich, brauche ein paar Mikrowellen für die Versuchsreihe. In meinem kranken Hirn Schlange steht, um frittiert zu werden. Frittiertes Sushi ist geil. Das Tofu brätst du ja am besten mit sehr viel Butter in der Pfanne. Dann gleitet es am besten im Mülleimer. Klassiker. Auch einfach ein Klassiker. Ich hab auf jeden Fall was, ich muss mal ganz kurz raustappen. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht zu sehr. Was? Nö, gar nicht. Ui! Ui. Okay, nehmen wir die etwas günstigere. Die sieht auch cool aus. Was denn? Ja, müsst ihr euch schon angucken.
Einfach so verrate ich es nicht. Und sich vermutlich fast jeder denken kann, was jetzt kommt. Hab gerade Pizza ge... Pizza-Event, bin mal essen. Das klappt mit dem Appetit hier. Lass dir schmecken. So, ich fahre über die Hauptstrecke, ne? Ja, müsste reichen. Ja, ich bin jetzt gerade oben beim Holz. Ah, perfekt, da müssen wir ja eh wieder ein, zwei Stündchen warten. Oh, ich wollte aber eigentlich die Folge beenden. Ich habe jetzt einmal komplett alles abgeliefert. Wir haben schon wieder eine Stunde 10. Ja, oder? Ja, ne? Dann würde ich sagen, ihr lieben Leute, ich mache hier einen kurzen Cut, damit die YouTube-Folge nicht zu lang wird. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Und jo, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.